Hier liegen richtig gute Sachen. Wir haben hier gerade einen richtig guten Bereich aber, gefunden. Aber das Messer finde ich gut hier, muss ich sagen. Was ist denn das da? Tja, das würde ich auch gerne wissen. Alex hat ein Riesenobjekt angegraben. Wir wissen nicht, was das ist. Ich schreie auch nicht rum. Entspann dich doch mal, das ist doch alle Teil der Atmosphäre. Warum schreist du denn rum? Na, er fängt da an, irgendwelche Löcher zu erzählen. Ey, du bist doch eh nicht mehr im Bild. Ist das irgendwas vom Panzer? Irgendwas richtig stabil und richtig großes. Wir holen einfach den Stefan und der gräbt das aus. Ich fang mal an zu buddeln. Ui, Alter, bewegt sich. Alter, der Rico, der Power, der will hier heute richtig. Ja, er hat übergewischt. So, jetzt könnt ihr euch entscheiden, was das gewesen ist. Ach, hier steht sogar noch drauf. Auf dem Sack hier. Was ist das hier? Meine Güte, was ist das denn? Ekalit Granulat. Was ist denn für ein epischer Fund wieder, den der Alex heute gemacht hat? Ein Moment, wo hat er hier? Tja, ich weiß es nicht. Wenn irgendjemand weiß, was das für ein schöner Blumenkasten ist, schreibt es in die Kommentare. So, zumachen. Das ist deine Arbeit, Alex. Zumachen. Wenn er zum Ufi gemacht hat mit einer Mühe, dann musst du zumachen. Zumachen. Dein Loch. Dann wird auch das wieder ein bisschen dünner. Wir meinen, das nur ist gut. Ja angezogen. Ja. Das ist der Schlafanzug, ne? Ja. Nun, wenn wir mal unten Sonne, ob noch mehr sich da unten sitzt, ey, du hast gesagt, du brauchst Manpower. Ich bin gekommen. Ja. Wo bist du denn? Wo bist du? Da. Warte. Das ist es? Dein erstes? Naja, aber ich weiß nicht, was das ist. Schade, Alter. Meine Güte, ich dachte, das ist jetzt dein allererstes Koppelschloss. Auf diesen Moment habe ich ewig gewartet. Und du findest mir die immer weg. Und du hast leider eins ohne Auflage. Das gibt's doch nicht. Was ist das für eins? Schade, Mann. Ob hier noch irgendwas ist? Wo du endlich dein erstes Koppelschloss hast. Und das ist ja auch dein erstes Koppelschloss, aber leider. Vielleicht liegt die Auflage hier noch irgendwo. Ja, kann sein. Hier ist auf jeden Fall Eisen drin, vielleicht ist es... Ja, dann müssen wir noch ein bisschen pinpointen. Ich gebe dir mal den Pinpoint. Ja. Hier ist alles irgendwie voll mit Signale. Aber alles Störsignale. Nagel. Ja komm, wir können ja mal ein bisschen die Umgebung hier abchecken in dem Bereich. Hier ist irgendwie lauter. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Signal, wo dann die Auflage liegt. Dass ich keinen Pinpoint habe. Ganz viele komische Signale hier, alles voll in dem Quadratmeterbereich. In einer Cremedose aus Zink. Ich habe auch noch andere Sachen gefunden. Irgendwelche. Jemand da mit einem Pinpoint daran. Willis Pinpoint, da ist heute mal alle. Glas. Also Müll. Ja. Also hier liegt ein Haufen Zeug. Ja, aber das war nicht der Torsignal. Das ist irgend so ein Drahtstück. Nee, das ist Eisen. Ist noch mehr? Ach so. Irgendeine Tube. Ja. Die nehme ich erstmal mit. Wir machen hier ein bisschen sauber. Schauen wir mal, was hier noch zum Vorschein kommt. Da ist noch mehr drin. Wir haben hier einen besonderen Moment. Der Willi hat gerade sein allererstes Koppelschloss gefunden. Echt jetzt?
Ohne Auflage. Ja, aber guck mal, da war eine Auflage auf jeden Fall dran. Es gibt ja auch welche ohne Auflage, aber das ist eins mit. Den halt in der Tasche. Aber es also könnte sein, dass es ein... Nee, ich denke, das ist Erster Weltkrieg. Ja, Messing. Nein, das ist ja von so einem früheren SA-Koppel. Ja, aber es ist ein Kopfschloss auf jeden Fall. Ja, die Auflage liegt hier noch. Die finden wir. Ich hab hier einen Reifen gefunden. Das ist doch herrlich. Das ist doch geil. Oh, das ist aber ein schönes Messer. Das war mit Holz, ja, glaube ich, ne? Da steht was drauf. Für mich ist das ein schöner Fund. Stimmt, steht Solingen drauf. Nee, steht nicht drauf. Steht Nazis drauf. Ja, da steht... Nee, ich weiß, nicht, was drauf steht. Ich schenke dir das. Mir? Ja. Ich nehme das gerne. Finde ich schön. Mhm. Das würde ich in die Vitrine... Komm her. Das ist doch hübsch. Oh, war das dein Fuß? Ja, naja, zwei Zehen sind ab. Das ist ja hübsch. Was ist denn? Das sieht ja wirklich mal sehr hübsch. Hallo? Ah, das ist ein Deckel, das ist ein Glaskorken. Oh. Ein Glaskorken, wo was draufsteht. Ein Glaskorken? Naja, guck doch. Ein Verschluss. Was haben wir denn hier? Nee, doch nicht. Schade. Das Gasmaskenauge, ne? Nee, da guck mal, hier steht auch irgendwas drauf, oder? Sieht das jetzt nur so blöde. Ja. Doch, da. Da man hat immer ganz viel. Doch. Man hat immer ganz viel Fantasie. Man muss da vorsichtig. Also Christian, ich versuche hier zu filmen. Ich bitte dich, diese körperlichen Ausdünstungen zu unterlassen. Ja, was ist das? Da so rum. War ja auch krass. Ist doch so, ein Glasverschluss. Hier liegen richtig gute Sachen. Wir haben hier gerade einen richtig guten Bereich gefunden. Aber das Messer finde ich gut hier, muss ich sagen. Hörst du? Einpacken, abgezogen. Vor allem das Abgefahren. Wenn ich die Auflage finde, ist sie auch meine. Ist klar, ne? Mann, das ist doch nur Spaß. Für Sonic, wenn ich hier ein Koppelschloss sehe, ist das Willis. Ja, und drei gehen in den Wald rein und nur einer kommt raus. Und was hältst du davon, wenn drei in den Wald gehen und acht kommen wieder raus? Oh. Bei mir wird aber ordentlich Sex. Engelhardt, keine Ahnung, was. Jetzt ist gut. Engelhardt? Ach, das ist ja wirklich was. Naja. Da steht Alter, was da ist ja richtig. Da steht was drauf. So, wo ist es? Nur ist es weg. Ey, ich muss dich leider gleich mal im Wald lassen. Pinpointer. Pinpointer, er wollte mir ans Glied fassen. Engelhardt. Steht da wirklich Engelhardt drauf? Engelhardt. Mach den Stängelhardt. Engelhardt, ein sehr schöner Fund. Mann, da muss ich einen Haufen schneiden. Aua! Sonny, das wollte ich nicht so doll! Das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen, mein Gott. Zieht er mir am Bart, Alter. Willst du mir den weg? Du kannst mir mal am Bart ziehen, aber nicht so doll, Junge. Hier, nimm ab. Ich muss wieder schneiden hier ganz viel. Also, ja. Ein sehr schöner, interessanter Fund. Engelhardt. Ja, Sonny. Oh, meine Güte. Also nochmal. Ich darf wieder nicht sagen. Ein Deckel, Engelhardt. Das ist aber schon cool. Das ist aber jetzt cool, muss ich sagen. Eine Gasmaske, ja. Ja. Was haben wir denn da für Material? Das ist Kunststoff, ne? Oder ist das Leder? Oder nee, jetzt fällt alles raus und hört doch mal auf jetzt so nichts. Kannst du die mal bitte aufsetzen? Ja. Ja. Das würde ich ganz, auch ganz gut finden. Na, ich nicht. Doch. Nein, Sonic, um Gottes Willen. Das geht nicht, das weißt du bei dir. Auf jeden Fall. Halt nur so ein bisschen davor bei dir. Aber bitte nicht. Ey, warte, ich hause nicht in der Augen. Ja, jetzt soll aber nicht die Haut berühren. Warum nicht? Das sieht gut aus, oder? Also, das ist auf jeden Fall eine Gasmaske. Ja. Was für ein Exemplar das nun letzten Endes wollte ist. Wollte ich gerade sagen, Erster, Zweiter Weltkrieg. Kann ich nicht mehr feststellen. Also hier diese Volksgasmaske vielleicht. Aber grün? Keine Ahnung. Ich möchte, dass man meine Hand auch im Video sieht. Packe sie ein. Nein, ich schenke sie dir. Okay. Und leg sie in die Vitrine. Was ist denn? Ey, was hier alles liegt? Hier liegt alles voll. Das ist ja ein Schlucki drin. Das ist eine schöne Flasche auf jeden Fall. Die ist sehr alt. Oh, guck dir mal den Deckel an. Alter. Der ist richtig schön verziert. Stopp. Der ist wirklich. Was steht denn da drauf? Die echt blau, cold. Na, möchtest du das mal vorlesen? Nein, weil ich brauch. Doch, ich mach's, aber ich brauch dann meine Brille halt, ne? Die Gasmaske passt auch noch in die Fundtasche hinein. Warte.
Scheiße. So. So, jetzt geht's los. Einmal ein bisschen reinigen. Nee, das ist aber Tatsache nicht jetzt ganz hässlich. Nee, ist es auch nicht. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir mal lesen, was da drauf steht. Das Krasse ist, ich kann nicht sehen, aber nicht buchstabieren. Also jetzt kein Witz. Das wirst du auch nicht lesen können. Ohne Witz. Moment. Nicht. Blau, Gold. Was? Echt jetzt? Blau, Gold? Echte Marke. Blau, Gold, die echte Marke. FM. Okay. Guck mal, hier. Ach nee, ist ein Blatt. Ist ein Blatt. Ich dachte, das wäre Papierrest. Mhm. Auf jeden Fall eine sehr schöne. Halt verstanden. Eine alte, schöne Flasche. Die nehmen wir auch mit, natürlich. Ist sehr voll. Die nehmen wir mit und schmeißen sie dann nachher weg, halt, ne? Nee, ich werde die nachher Willi übergeben. Stopp mal jetzt. Ja, das ist gut. Nee, man sieht nichts. Oder ist ja was anderes. Hey Leute, passt auf die Detektoren auf, Sonic, ja? Duplosan hygienischer Gummischutz. Duplosan? Sieht aus, als wäre da ein Durchschuss. Ja, sieht aus wirklich so, oder? Dachte ich auch. Was ist das da? Ja. Was ist denn hier passiert? Sonic, Vorsicht. Ich gehe mal zur Seite, wir werden mal weitersuchen. Mal schauen, was hier noch kommt. Sieht aus wie geschmolzenes irgendwas. Interessant ist natürlich dieses Objekt hier. Wilhelm Wolf und Co. Keksfabrik Krefeld. Das ist, glaube ich, von so einer Aktenurne oder irgendwas, Karteikarten oder. Opumerstraße 71. Aber hier hört es auf jetzt. Ja, das hier ist in dem Bereich ist hier gerade alles voll. Nur in dem Bereich hier. Was hast du denn da? Ein Abzeichen. Ach Mann, das sieht nach DDR aus, oder? Aber geil, Dynamo. Dynamo? Richtig geil. Hinten ist ein Soldat drauf. Du musst leuchten, weil mein Licht ist nicht mehr so stark. Was steht da drauf? Angehörige der BF. Ein Kämpfer für den Frieden? Kann das sein? Wahrscheinlich. Halbstadt 1959. Russisch? Besten. Nee, Dynamo-Zeichen vorne drauf. DDR. Ja, aber trotzdem geil. Na, natürlich ist es geil. Vor allem Dynamo. In den militärischen Disziplinen. Ja, Nachkriegsabzeichen. Kann ich mal gucken? Natürlich. Schauen Sie sich das auch mal an. Ist das Aluminium auf jeden Fall? Geh mal hier hinten. Ja, sag ich doch. Das ist ja geil. Ja, deswegen habe ich mich auch riesig gefreut. Und ist da irgendwie auch ein Jahr drauf oder was? Ey, das ist ja cool. Vor allem, dass das auch noch rot ist, finde ich richtig abgefahren. Kenne ich ja nicht, habe ich noch nie gesehen. Ich habe auch noch nie gesehen, also ich bin da echt mal gespannt. Und wir sind ja Ossis alle, weißt du? Was da rauskommt. Abgefahren, wirklich. Da ist ein NVA-Soldat drauf abgebildet. Mit mal, und hier unten auch noch irgendwie was, gib mal. Mit einem Gewehr in der Hand und man sieht natürlich diesen alten NVA-Helm. Ja klar, guck doch mal den NVA-Helm an, den der Mann opfert. Mann, wie heißt denn der MVA-Helm, der neue? Das weiß ich nicht. Der neue MVA-Helm. Der neue. Der ganz neue. Ja, so. Du musst es weg. Ich wollte es gerade im Wald schmeißen. So. Ja, da freue ich mich sehr. Ja, das kannst du aber auch. Ich nicht. Naja, vor allem, das ist der Hauptfund. Na gut, aber auf jeden Fall interessant. Die Brille muss auf jeden Fall aufgesetzt werden. 58. Ja. So, Christian. Zeig mal. Das hat 59 oder 58 steht das drauf. Du musst mit deiner Brille mehr zoomen. 59 auf jeden Fall. Angehörige der BP. Was heißt BP? Keine Ahnung. Nee, BF, oder? Nee, BP. BP, okay. Betriebspolizei vielleicht oder so ein Scheiß. Irgendwas, die hatten oder so viel. Nee, der BP. Und dann steht hier unten aber eben auch noch jede Menge Zeug drauf. Also wirklich, ich finde mit meinem neuen Pinpointer echt geile Sachen.
Die neue ein Nadel. Kämpfer für den Frieden. Naja, was sonst? Wir haben dann nur für den Frieden. Nein, absolut. Guck mal. Und das ist schwarz-rot. Ja, damals hatten sie noch nicht den Ehrenkranz und sowas alles. Ne? Da hatten sie sowas. Ja. Die ersten Polizeikoppel. Ja, ja, das sah aus wie bei Polizei. Bei der DDR waren nämlich auch immer schwarz-rot-gold gewesen. Das sieht typisch nach Polizei aus, dieser Kranz. Ja, ja, ne? Ist auch Polizei. Ja. Die Polizeikoppel waren damals auch so die ersten. Das ist ein geiler Teil. Für ja. Gut. Ich denke auch. Bester Fund. Yes. Auf jeden Fall. Ja. Bis jetzt der beste Fund. Ich meine, ich gönn's ihm nicht. Wir verabschieden uns jetzt. Das ist tschüss, klar. Bis morgen. Kann man die Rückseite sehen. Und die Nadel. Und hier vorne. Da bürste ich mal ganz vorsichtig, weil die Steine fallen immer ab. Das packe ich auch gleich ins Coinpad. Das ist ein WAW-Abzeichen. Ein Schild. Also so ein Schild, was ein Schwertkämpfer hatte. Schwert und Schild. Nur in Mini-Format.